Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Im letzten Video haben wir hier die Prüfung von diesem komischen Messias oder Messias da, diesem Svensson, geschafft. Und wir werden jetzt aufgenommen und kriegen hier noch eine weitere Bibel. Bitte nehmt noch eine Bibel und gebt sie an einen Sünder weiter, den ihr während eurer Reisen trifft. Okay. Schauen, ob wir das überhaupt machen wollen. Gehen wir mal da rein. Sesam, öffne dich. Der Punkt ist ja, ich soll das Tor offen halten. Jetzt muss ich mal ins Logbuch gucken. Moment mal. Genau. Wir haben es in die Bastion geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Tor öffnen und sicher gehen, dass es auch offen bleibt. Das müssen wir sehr wahrscheinlich von drinnen machen. Sehe ich das richtig? Oder muss ich die jetzt töten und hier stehen bleiben? Untersuchen. Das andere Tor der Bastion. Wenn ich nochmal draufklicke, geht's zu, ne? Nee. Okay, schauen wir mal da rein. Vielleicht können wir da drin irgendwas machen, damit das aufbleibt. Wenn das eine... Also eins muss immer zu sein, sonst geht das nicht. Schauen wir uns mal um. Boah, eine Meson-Kanone. Direkt auf uns drauf. Das ist natürlich übel. Ihr seht den Schaden. 175. Hey, hey, hey. Passt auf, Abschau. Eine große Hütte ohne Dach und mit ungedecktem Boden. Vielleicht sieht sie so armselig aus, weil sie im Vorhof zur Bastion des Glaubens errichtet wurde. Überschattet von ihrer gewaltigen monolithischen Größe. Andererseits, nein. Diese Bude würde selbst inmitten einer Müllhalde noch herunterkommen aussehen. Weiterlaufen, Novizen. Ich verstehe. Wer bist du? Willkommen, Novizen. Willkommen in der Bastion des Glaubens. Eurem neuen Heim. Gepriesen sei der Herr für euren Triumph in Samsons Prüfung. Was kannst du uns über die Büßer sagen? Büßer ist für den Arsch. Wir sind Sklaven. Ich bin nie dieser Kirche beigetreten. Die Ritter haben mich im Wurz von der Straße weggeschnappt und gesagt, ich könnte ihren Zehnten und was auch immer das ist, nicht bezahlen. Aber ich könnte meine Errettung durch Arbeit verdienen. Aha. Was weißt du denn über diese Ritter? Die haben zwar eine glänzende Rüstung, aber Ritter sind das nicht. Die Hälfte der Büßermädchen hier kriegt noch im ersten Jahr ein Kind. Und schwanger war von denen keine, als sie aufgegriffen wurden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was weißt du über die Kirche? Es ist mir egal, was sie in ihren Radioübertragungen sagen. Diese Typen geht's doch nur um Macht. Sie wollen sich nur über alle anderen stellen, genau wie jede andere Gang auch. Dass er da so offen drüber redet. Okay. Diese haben schon eine Gehirnwäsche bekommen. Was ist das denn hier? Ein Schloss, okay. Büßer, Büßer, Büßerin. Dem können wir nicht reden. Keine wichtigen. Okay, und der sagt nichts mehr. Schauen wir uns mal weiter um. Ja, und dass der uns da als Abschaum beschimpft, der Ritter, das hat noch Folgen. Definitiv. Wir werden uns revanchieren. Maggie, wer bist du? Psst, Rangers! Eine junge Frau in einem Büßergewand steht vor einer Hütte mit einem Schild, auf dem steht Samson's Imbiss. Sie hält ihren Blick gesenkt. Ihr seid die Desert Rangers, stimmt's? Die Priester haben eure Sendung oft gehört. Sie denken, ihr seid wie sie. Aber das seid ihr nicht, oder? Ihr seid die wirklich guten Jungs. Das seid ihr doch, oder? Oder seid ihr hier, um zu konvertieren? Werdet ihr euch der Miliz anschließen? Das Problem ist, es kann sein, dass wir wollen uns denen nicht anschließen und sagen das dann, dass sie sagt, Verräter! Nein, wollen wir nicht.
Ich hab's doch gewusst. Ranger sind nicht so dumm genug, um auf die Lügen irgendeines Predigers reinzufallen. Nicht so wie ich. Ihr seid wegen irgendetwas anderem hier. Das kann ich förmlich riechen. Ich meine, nein, nein, ich werde es niemandem sagen. Euer Geheimnis ist bei mir sicher, Ranger. Das verspreche ich. Und falls ihr Informationen benötigt, lasst es mich wissen. Man bekommt eine Menge mit, wenn man hier Burger serviert. Aber, was auch immer ihr tut, könntet ihr mir zur Flucht verhelfen, wenn ihr weiterzieht? Ich möchte so gerne wieder nach Hause zurück. Oh, jetzt passiert was. Kann hier nicht reden, zu viele Ohren. Trefft mich später hinter dem Laden. Später, also jetzt. Hallo, Maggie. Puh, nun, wo waren wir? Was wolltet ihr wissen? Woher kommst du denn überhaupt? Ich komme aus Pacoima. Wo ist das? Das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Damals dachte ich, das sei das gottverlassenste Drecksloch auf der ganzen Welt. Ha! Ich wusste gar nicht, was gottverlassen bedeutet, bis ich der Miliz beigetreten bin. Erzähl uns etwas davon, dann kriegen wir das hoffentlich auf der Map. Es liegt im Tal von San Fernando. Es ist quasi das Paradies. Da gibt es viele zerstörte Autos, die man plündern kann. Große Häuser, die man besetzen kann. In vielen alten Restaurants kann man noch Dosennahrung finden. Gott, ich weiß nicht, warum ich abgehauen bin. So etwas Blödes. Ich würde alles geben für ein kleines Andenken an zu Hause. Wieso willst du fliehen? Ich kam vor einigen Monaten hierher. Ich habe einen Priester sprechen gehört, als der Kreuzung der Miliz durch die Stadt kam. Der Kreuzzug der Miliz durch die Stadt kam. Ich dachte, das Evangelium des Samson war genau das, was die Welt bräuchte, und ich entschied mich, nach Hollywood zu kommen, um einzutreten. Arschkriecher haben wir nicht auf 10, können wir vergessen. Was meinst du mit Kreuzzug? Die pistolenpreisenden Priester durchforsten die ansässigen Dörfer, um Büße ausfindig zu machen. Das ist deren freundlicher Name für Sklaven. Hast du Informationen über die Bastion? Also ich bin da noch nicht ganz sicher hier mit der Maggie. Es könnte sein, dass die wirklich hier Probleme machen wird. Über wen wollt ihr was wissen? Die Kirchenmiliz, die Mahnwächter, die Ekstatiker, die Paladine oder über ihren großen Honcho-Evangelist Mayweather? Sie haben alle Dreck am Stecken und ich kenne den meisten Dreck. Erzähl mir von den Militanten der Kirchen. Erst schießen, dann reden. Das ist das Credo der Streiter der Kirche. In die James King Bibel steht geschrieben: Von uns werde erwartet, die Verlorenen zu retten und nur diejenigen zu töten, die böse aus Vorsatz seien. Aber Retribution Jones und seine Jungs scheren sich einen Teufel darum, auch nur irgendjemanden zu retten. Sie töten, weil sie das Töten lieben. Und am liebsten wäre es ihnen, wenn Mayweather zur Seite treten und sie gewähren lassen würde. Erzähl mir von den Mahnwächtern. Mayweathers Spione und Informanten, geführt von Beichtvater Himmelfahrt MacDave. Die machen mir Angst, alle, verstecken sich im Schatten, belauschen unsere Unterhaltung, bringen Leute weg, zur Beichte. Und man sieht diese Leute nie wieder. Ich riskiere einen Besuch bei ihnen, nur weil ich mit euch spreche. Dieser Ort macht mich fertig. Erzähl mir von den Ekstatikern der Kirche. Mayweathers Gotteshaus. Hausierer, wie die Jahrmarktschreier vor dem Zirkus, reden über die Kirche, als wäre sie das Beste der Welt, hat mich direkt eingesogen, so viel ist klar. Dann war ich drin und ich habe gesehen, dass es nichts als eine Horde von Lustmolchen mit Pappflügeln und Heiligenscheinen aus Aluminium sind. Was könnt ihr mir über die Paladine sagen? Angeblich sind es die Leibwächter von Mayweather, aber so wie ich die Sache sehe, sind sie seine Saufkumpanen. Die ganze Bande ist nicht ganz dicht, aber ihr Captain Sanctity White ist der Schlimmste davon. Alle 2 Wochen verschwinden sie für ein Führungsseminar, aber ich wasche ihren Klamotten, wenn sie zurückkommen, und die Sachen stinken nach Bier und Parfüm. Sie saufen sich durch jeden Tropfen Alkohol, den sie konfizieren. Was weißt du über Malediction Mayweather? Mayweather, das ist der Schlimmste. So schmierig, der muss sich keine Butter mehr aufs Brot streichen. Wenn der an Gott glaubt, trinke ich einen Fettabschneider leer. Wenn der überhaupt an was glaubt, dann an Macht. Krallt sich dran fest wie ein Vielfraß, aber wer weiß. Vielleicht überfrisst er sich ja irgendwann. Es heißt, er und seine Paladine saufen und huren rum. Aber für diese Geschichten gibt es keinen Beweis. Leider.
Da hält er den Deckel drauf. Ich selbst habe nie was gesehen. Ich sag euch was, wenn ihr ihr fertig machen wollt, ihn sehr wahrscheinlich, dann redet mal mit seiner Frau, arme Fathy. Ein blaues Auge pro Woche. Wenn ich sie wäre, würde ich den Kerl mit Freuden ans Messer liefern. Kennt ihr Retribution Jones? Er ist ein wahrhaft Gläubiger, das gestehe ich ihm zu. Er ist tatsächlich davon überzeugt, das Werk Gottes zu verrichten. Aber der einzige Aspekt, den er sehen kann, ist das Töten. In seiner Wahrnehmung verdient es jeder, der nicht schon Mitglied der Kirche ist, zu sterben, und er möchte der Mann mit den Finger am Abzug sein. Er hat keine Verwendung für Mayweather oder McDade. Beide sind in seinen Augen Schwächlinge. Kennt ihr Himmelfahrt McDade? Noch vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, McDade ist ein wahrhaft Gläubiger, genau wie Jones. Doch dann passierte etwas. Ich weiß nicht genau was, aber plötzlich war er eingeschnappt, als hätte jemand seinen Hund umgebracht. Es ist nicht so, als wäre er vorher ein Sonnenschein gewesen. Ich würde fast sagen, er will die Kirche verlassen, aber das ist nur eine Vermutung. Was kannst du mir sonst über die drei Kirchen erzählen? Die vertragen sich einfach nicht, fallen sich dauernd gegenseitig in den Rücken. Jeder Anführer will über die Bastion herrschen und keiner will sich dem anderen unterordnen. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sich die ganze Sache zuspitzt. Also müssen wir die irgendwie gegeneinander ausspielen. Kennt ihr White? Ich kenne Kerle wie ihn von zu Hause. Typen mit ein bisschen Macht, die sie allen unter die Nase reiben wollen. Ich wäre gerne dabei, wenn er das Zeug ohne seine Waffen und Rüstung ausprobiert. Denn er wird dem Untergang geweiht sein, das garantiere ich euch. Dieses ständige Saufen und Rumgehure hinter verschlossenen Türen. Eines Tages wird ihm in der Öffentlichkeit ein Fehler unterlaufen und Mayweather wird ihn aus dem Verkehr ziehen müssen, damit er sein Gesicht wahren kann. Dann werden wir einen echten Sanctity White kennenlernen. Bei der Menge an Alkohol, die er trinkt, müsste sein aufgespießter Kopf wochenlang frisch bleiben. Das könnte der Kerl sein, den die Veronika, die Mistress, gesucht hat, die Domina. Wo können wir Alkohol finden? Ihr wollt was zu saufen? Na dann, ich würde zu dieser Zeit keinen trinken. Aber wenn es das ist, was ihr wollt, einige der Büßerengel haben einen Geheimvorrat irgendwo in der Bastei versteckt. Die sind nicht gerade die hellsten Leuchten, daher wird die Suche nicht sehr schwierig werden. Kennt ihr Fathy? Ein wahrer Schatz, hübsch wie ein Engel und innerlich wie äußerlich einfach nur goldig. Mayweather bekam sie vor ungefähr einem Jahr in die Pfoten. Sie wäre die Frau eines anderen Mannes, eines Paladins mit dem Namen Sims. Aber er wurde auf einer Patrouille erschossen und Mayweather stürzte sich auf sie. Wahrscheinlich hat er sie umgebracht. Wie ein Rotschwanzbussard. Seitdem war Felsys Leben die reinste Qual. Dennoch versucht sie, eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist so traurig. Was weißt du über Sims? Als das passierte, war ich noch nicht hier. Aber ich habe gehört, Sims wurde von den Kirchenstreitern zu den Paladinen befördert und hat sich auf seiner ersten Patrouille von Plünderern erschießen lassen. Vielen Leuten kam das damals verdächtig vor. Vor allem, nachdem sich Mayweather Felsy so schnell gekrallt hat. Aber, naja, er ist der Evangelist. Wer wird da wohl was sagen? Ihr wollt jemanden dazu befragen? Entschuldigung. Versucht es mit Paladin Captain White. Nicht, dass der Fiesling auch eine klare Antwort geben würde. Aber er war derjenige, der Sims nach Hause getragen hat, nachdem er starb. Okay, der wird wohl was wissen. Viel Glück hier drin. Hab Dank. Alle nachgeladen? Gut. So. Da haben wir wieder ein dickes Geschütz, was aber nicht so viel schadet. Oh, wir haben zwei. Okay, das ist wieder ein Problem. Ein verbitterter Schmied. Hallo. Ja, viel Gequatsche, neue Gegend. So ist das halt. Ohne die ausdrückliche Genehmigung von Evangelist Mayweather darf niemand durch dieses Tor. Wenn ihr hoch wollt, dann sprecht mit ihm. Okay. Sehe ich so, als ob Zeit zum Schwatzen hätte. Bla 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 bla. Okay. Hey, Vollsassen. Zack. Zack, zack, da drüben. Können wir da einfach rein? Geh zurück, Fremder, du gehörst hier nicht hin. Okay, die hätten mich, glaube ich, angegriffen. Was bewacht ihr denn hier Schönes drin? Hier ist doch gar nichts. Nun gut. Wir sollten mal einen kleinen Quicksave anlegen. Schwester verkündige Constant G. Ja, reden wir mal mit dir. Seid gegrüßt, Novizen.
Ich bin Schwesterprediger Constantine, offizieller Neulingführer der Bastion und würde euch gerne helfen, euch hier unter Gottes Auserwählten zurechtzufinden. Soll ich euch einige Wegbeschreibungen geben oder möchtet ihr euch selber umschauen? Naja, wir wissen eigentlich alles schon. Danke. Exzellent! Die Kirche ist immer erfreut, Novizen mit Initiative willkommen zu heißen. Gestattet mir jedoch eine letzte Bemerkung, bevor ihr geht. Ihr werdet bald entscheiden wollen, welchem Orden der Kirche ihr beitreten wollt. Darf ich euch raten, die Baracken der verschiedenen Orden zu besuchen und mit dem jeweiligen Oberhaupt zu sprechen, bevor ihr eure Entscheidung trefft? Ihr könntet herausfinden, dass der perfekte Ort für euch nicht dort ist, wo ihr es erwarteten würdet. Okay, danke. Es war mir ein Vergnügen, euch zu helfen, aber gestattet mir eine letzte Bemerkung, bevor ihr geht. Ah ne, das ist genau das, was wir gerade hatten. Okay, das letzte ist neu. Seid erneut willkommen in der Bastion und möge Samson euren Tag segnen. Hey, hier gibt es Fertigkeitenpunkte umsonst. Dankeschön. Okay, soweit so gut. Hier können wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier rein. Weil es hier sonst nichts mehr gibt. Und da haben wir direkt einen Waffenhändler. Hey, ich habe ein bisschen Zeug gefunden. Mögt ihr Zeug? Aber sicher doch. Toll. Oha. Du bist ein Nahkämpfer. Munition haben wir eigentlich auch rechtlich. Brauchen wir eigentlich nichts. Moment mal, wie viel 9mm hast du noch? Wir brauchen 9mm Munition. Wo ich es doch gerade sage. Nimm mal alle. Naja, kauf die schon mal. Hier, du kannst Schrott von uns haben. 114. 34 Schuss davon ist nicht so viel. Du hast davon genügend. Es sollte aber erstmal reichen. Das muss so reichen, oder? Du hättest auch gar keine Muni für die unteren beiden. 7,62er, ne? Okay. Ja, es geht nichts über Handeln. Vor dir steht ein großer, breitschultiger Weißer mit kohlrabenschwarzen Haar, einem ausgeprägten Kiefer und mehr Augäpfeltrophäen als alle anderen. Jedoch wird seine heldenhafte Erscheinung von einem grausamen Lächeln betrübt. Aha. Anwärter, ein Paladin hat euch befohlen, stehen zu bleiben. Dies ist ein Befehl. Werdet ihr Folge leisten? Warum hast du eine Halskette aus Augäpfeln? Der Herr sagt, wenn dein linkes Auge ärgert dich, dann pflück das aus. Dieses sind die linken Augen, Konsünder, die mich geärgert hat. Wenn du nicht in meine Sammlung dann willst, dann antworte mir, okay. Ja, wir werden natürlich gehorchen, weil du ein Arschloch bist. Ihr macht Menschen wie ein unterwerfiger Hund. Ein exzellenter Anfang. Nun denn, die Kirche der Erlösung verbietet Alkohol und Drogen in der Bastion. Wenn ihr etwas bei euch habt, händigt es sofort aus, so dass wir diese Dinge fachgerecht entsorgen können. Öffnet eure Taschen und gebt euch wenigstens einen illegalen Gegenstand, um euren guten Glauben zu beweisen. Schnaps? Bitteschön. Gut gemacht, Anwärter. Ich würde nicht fragen, ob du meine Stiefeln leckst, aber das wäre überflüssig. Hoch die Tassen! Yeah, Alkohol! Blöde Arsch, hätte ich umbringen sollen, aber dann würden wir hier zu sehr auffallen. Und das wollen wir nicht. Oh, hier jede Menge Kisten. Aber der hatte sowieso nicht so gutes Zeug. Können wir nicht untersuchen? Zugang zum Dach. Ah, okay. Zugang zum Dach. Die sind alle am Beten. Retribution Jones. Okay. Lass mich raten, in drei Himmelsrichtungen jedes Mal eine andere Kirche jetzt hier. Da ist ein Doc. Dann lass uns da direkt mal verarzten. Ja, wir hätten gerne etwas Heilung. Dankeschön. Sehr gut. Und auf Wiedersehen. Das hat gut getan.
Machen wir doch direkt nochmal ein Quicksave. Ja, das sieht mir schon nach der nächsten Halle aus, falls im Mayweather. Wir würden auf jeden Fall mit allen quatschen. Himmelfahrt McDate. Okay, das machen wir beim nächsten Video. Bis demnächst, euer Chojin.